Meine Arbeit hier ist erledigt. Ist die Wache endlich weg? Ein unbewachter Safe, was? Ich greife an. Es schaut doch niemand, oder? Das Teil gehört mir. Schnell, auf den Boden. Ich gehe über zum Angriff. Ah, komm schon. Da. Komm schon. Ich komme. Einfach weiterziehen. Was glotzt du so, Kumpel? Viel besser. Ich bin dabei, reich zu werden, Baby. Du musst nur die richtigen Punkte treffen. Ja. Wow. Das ist so schön. Hm? Hab ich dich, du Dieb. Schnell, nachdenken. Oh ja? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Du kommst zur Zentrale mit mir. Das Spiel ist langweilig. Kannst du dir jetzt abnehmen? Ich hätte schwören können, der Schlüssel war hier drin. Ich hätte schwören können, der Schlüssel war hier drin. Sag nicht, du hast ihn verloren. Das war ein großes Ups. Nun, dieses lustige Spiel wurde gerade sehr real. Ja. Ellie, deine Clips. Wir können einfach das Teil benutzen. Wenn du den Schlüssel verloren hast, brech den Clip wie folgt in Stücke. Biege nun die Stücke auseinander. Sie sollten eine gerade Linie bilden. Wackle damit herum und nach 1 oder 2 Sekunden, voilà. Es funktioniert wirklich. Jetzt meins. Das war knapp, was? Oh, ich kann nicht glauben, dass ich drauf reingefallen bin. Du kannst dem Gesetz nicht ewig entkommen, Brian. Du siehst heute aber adrett aus. Hast du das gebügelt? Setz dich und frühstücke erstmal. Der Schokoladenaufstrich gehört ganz dir. Ein neues Glas? Ich brauche kein Brot, das hält mich nur auf. Das ist der beste Stoff. Komm in meinen Mund. Hm, das ist wie Süßigkeiten zum Frühstückessen. Das ist der Himmel auf einem Löffel. Ich kann das kaum schnell genug in meinen Mund schieben. Hm, habe ich was am Mund? Ich bin so schlampig. Und ich bin stolz drauf. Aber dafür gibt's ja Ärmel, stimmt's? Naja, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Ah, das gehört zum Leben dazu. Aber so sieht's gewollter aus. Alles klar, fast fertig. Zeit für Nachschlag. Jennifer? Was hat dieses Biest mit meiner Tochter gemacht? Mutterhirn? Fehlfunktion? Ich liebe dieses Zeug. Oh ja, seht ihr das an. Ich brauche mein Brot. Ich bin ja kein Tier. Oh, kann ein Sandwich noch leckerer sein? Das ist sowas von perfekt. Oh, habe ich was am Mund? Das war knapp. Das ist der Ort, an dem wir uns zum ersten Mal trafen. Ich erinnere mich, als ob es gestern war. Weißt du, es könnte auch der Ort sein, wo wir unseren ersten Kuss haben. Okay, das passt. Was ist das für ein Geräusch? Ist das meine Mutter? Was macht sie im Park? Das darf doch nicht wahr sein. Hä? Was ist das? Warum ist sie so laut, während ich offensichtlich schlafe? Hau endlich ab! Oh,
Ich kann es kaum erwarten, bis ich hier ausziehe. Versuch, ruhig zu bleiben. Siehst du nicht, dass ich in meinem Bett liege? Ah, das ist lächerlich. Du machst Witze? Das ist ja witzig. Ich wünschte, ich hätte keine Ohren. Oh, sie legt sich hin. Jetzt werde ich sie nicht mehr los. Gibt's hier etwas Gutes zu essen? Irgendetwas muss es doch geben. Eine Nachricht. Ellie nicht anfassen? Aber das sind meine Lieblingssüßigkeiten. Ach, egal. Mama! Hi, Ellie. Hattest du einen schönen Tag? Du siehst so komisch aus. Geht es deinem Rücken gut? Ich bin einfach nur so glücklich, dich zu sehen. Ich habe dich den ganzen Tag vermisst. Sie hat keine Ahnung. Ich kann noch nicht loslassen. Du bist aber ein Schatz. Na, das war ja einfach. Ich nehme die jetzt einfach mit. Das Abendessen ist fast fertig, Ellie. Schon alle? Das gibt's nicht. Oh, Mama hat saure Streifen gekauft. Lecker. Denk nicht mal dran, Fräulein. Du wirst dir den Appetit auf das Abendessen verderben. Das ist ein viel gesünderer Snack. Ja, für ein Kaninchen. Nein, danke. Ein kleines Stück wird nichts verderben. Die Frau sieht echt alles. Nö, das geht nicht. Aber ich bin noch so hungrig. Ich hab's! Klebe doppelseitiges Klebeband an deinen Zopf. Ziehe die Rückseite ab. Dann nimmst du einen sauren Streifen in der gleichen Größe und klebst ihn an. Passt perfekt. Sobald das fest sitzt, drehe den Zopf um, um ihn zu verstecken. Und jetzt testen! Ich warte einfach bis zum Abendessen, okay? Du hast keine Süßigkeiten genommen, oder? Ich sehe nichts. Ich bin sauber, siehst du? Hab dich lieb, Mama. Das hat total funktioniert. All diese Raffinesse macht mich hungrig. In Ordnung, die Nudeln sind lange genug abgetropft. In den Topf damit. Oh, ich brauche noch etwas. Schau dir diesen leckeren Käse und die Tomaten an. Nein! Hände weg vom Käse, Fräulein! Geh einfach raus! Ich glaube, damit kann ich etwas anfangen. Joink, du kommst mit mir, Sieb. Okay, ich habe das Sieb und jetzt brauche ich ein paar frische Pflanzen. Und mit frisch meine ich Unecht. Ich stecke sie in die Löcher. Ich verteile sie über das gesamte Sieb. Das sieht schön aus. Fertig. Okay, die Tomaten sind in Scheiben geschnitten. Ich muss nur schön ruhig sein wie eine Pflanze. Da ist der Käse. Das ist meine Chance zuzugreifen. Jetzt zum strategischen Rückzug. Wegschleichen. Der Käse. Der Käse ist weg. Wo ist er hin? Moment mal, was ist das da hinten? Nur eine Pflanze, glaube ich. Ich muss den Käse finden. Ja, meine Pflanzenverkleidung hat funktioniert. So gut. Du wirst diese Runde sowas von verlieren. Es steckt alles im Handgelenk. Oh Mann, ich verliere den Ball. Und boom. Ich hab dich wieder geschlagen. Schönes Spiel. Pack deine Taschen für Loser City. Gewinn bringt dich ganz schön ins Schwitzen, was? Lass mal sehen. Oh nein. Ich habe 1 Million verpasste Anrufe. Was? Ich muss sofort nach Hause gehen. Tschüss. Ich hoffe, ich bekomme nicht zu viel Ärger. Oh. Machst du eine Party, Mama? Hab deine Anrufe gesehen, also bin ich schnell nach Hause gekommen. Sie sieht ziemlich sauer aus. Möchtest du das erklären? Entschuldigung?
Wow, ich habe Hunger. Oh, ich weiß. Ja, übrig gebliebene Spaghetti, ein perfekter Snack. Ich stelle den Teller einfach in die Mikrowelle. Ach, das Warten auf die Mikrowelle dauert ewig. Endlich fertig. Autsch, warum ist der Teller so heiß? Ist er noch heiß? Autsch, und jetzt? Autsch! Vielleicht ist es jetzt besser. Autsch! Check. Sogar Babys wissen, dass heiße Sachen einen verbrennen können. Zieh diesen Ofenhandschuh an. Oh, wow. Super schlau. Danke, Mama. Er ist manchmal wie ein kleines Kind. Da hast du es, Jake. Dein Essen kommt aus der Mikrowelle. Endlich. Mann, das war so lecker. Besser aufräumen. Der schmutzige Teller kommt in die Spüle und fertig. Hm, hier sind schon eine Menge Teller drin. Ich sollte wohl besser beim Abwasch helfen. Ich habe den Schwamm und jetzt kommt das Spülmittel. Was? Bitte ich mir das ein? Macht Jake gerade den Abwasch? Oh, was für ein Goldschatz mein Jake ist. Er entwickelt sich zu einem verantwortungsvollen jungen Mann. Schau dir seine Spülfähigkeiten an. Er ist so talentiert. Nicht ein verschwendeter Tropfen. Jeder Teller ist sauberer als vorher. Er hat sie sogar die Größe nach gestapelt. Was für ein toller Sohn. Ich bin so glücklich. Ich werfe nur einen kleinen Blick auf seine Fortschritte. Was macht er da? Er schüttet die ganze Flasche auf den Schwamm. Kein Wunder, dass mir immer das Spülmittel ausgegangen ist. So verschwenderisch. Alles Spüli weg. Hahaha. Nimm das, du trockener Schwamm. Nein, meine teure Seife. Gib mir das. All das verschwendete Geld. Was glaubst du, was du mit all der Seife gemacht hättest? Glaubst du, ich bin aus Geld gemacht? Mom, was habe ich getan? Verschwinde einfach. Hehehe, das hat funktioniert. Keine Hausarbeiten mehr für mich. Sie wird mich nie wieder Geschirr spülen lassen.